Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Operation Tengu. Heute wieder mit neuen Missionen. Wir haben wieder die Charaktere gewechselt. Ich werde die Agentin spielen, der liebe Dongoku, den Hacker. Genau, und damit auch von mir aus ein herzliches Willkommen, liebe Mafiosi. Und genau, es ist eigentlich alles gesagt. Müssen wir nicht unnötig in die Länge ziehen, das starten. Genau, in der letzten Folge hatten wir das Handy retrieved von dem Cypher und ich mal sehen, was jetzt als nächstes kommt. Wahrscheinlich machen wir den ausfindig oder sowas. Schauen wir mal. Name der Theorie heißt Urknalltheorie. Name der Theorie, Name der Mission. ja, bin mal in Singapur. Irgendwann müssen wir den Cypher ja auch erwischen, denke ich mal. Yes. Okay. Bin ich mal gespannt, was ich als Hacker zu tun habe. Hacken. Good morning, Agents. Ah, okay. Thanks to your brilliant work in Argentina, we finally located Cypher. He is currently hiding in Singapore, where he plans to detonate a cyber bomb that would wipe the entire city's virtual data. This would lock millions of people out of their own lives and send the region into chaos. Tonight, your mission is critical. Prevent the bomb's detonation and apprehend Cypher once and for all. Good luck. Klingt irgendwie nach letzter Mission, ne? Klingt danach und klingt auch danach, als hättest du heute so dein Hauptpart. Ja, ja. Ich bin ja auch wichtig. Deswegen, die haben jetzt für die letzte Mission, haben die natürlich ihre beste Agentin geschickt. Ja, das wäre schade, wenn es vorbei wäre, weil es macht echt Spaß. You're in the Marina Bay Grand Hotel. Find the two rooms Cypher stayed in and retrieve the coordinates of the bomb from the network. Okay, zwei Räume finden. Ja. Der Bonz hat sich direkt zwei gegönnt. Find oh, ich wollte in den Pool springen, der sich gar nicht bewegt. Sicherheitsdrohnen sehe ich. Oh, what? Okay, das sieht nach sehr viel aus. So, ja, das hatte ich beim letzten Level auch, dass du da direkt. Du musst erstmal die wichtigen Sachen rausfiltern. Moment. Immer nur eins und da sind Drohnen. Ich kann alle elektronischen Geräte, auch Drohnen, deaktivieren, indem ich die richtige Frequenz auswähle. Ja, da ist keine Drohne. Du müsstest, also ich habe drei Stockwerke. Ich habe Ebene 57 bis 59. Ja, du bist auf 59 gerade. Ja, genau. Und auf Ebene 57 war eine Drohne. Auf den anderen... doch, da kommt einer. Ja. Scheiße, da kommt auch eine. Okay. Ja, gut, geh hoch und dann geh rechts. Da ist ein freier Gang. Jetzt schnell. Ja, da bist du erstmal in Sicherheit. Also. Ich kann ja auch sprinten. Ah, Moment, ich habe die Drohnensequenzen hier. Moment, ich kann die ausschalten. Ich schalte. Moment, bleib doch. Ja, nein, ich kann nicht, da kommt von hinten eine. Echt? Bei mir wird da keine angezeigt in dem Gang. Doch, draußen war auch eine. Ah, okay. Aber die erwischt mich da, direkt. Okay, ich sehe es. So, Moment, warte, bleib da. Ich mach Drohne 9, mache ich aus. Jetzt, die müsste aus sein. Nee. Oh, ich muss... Ich kann eine EMP... Du hast mir eine EMP gegeben. Okay. Kann ich die wieder auf... Ja, komm her. Ich habe die falsch geworfen. Kann ich die wieder auslösen? E drücken. Okay. Keine Drohnen in Reichweite. Kannst du das nochmal machen, bitte? So, hast du? Ja, perfekt. Also du gibst mir quasi eine Granate in die Hand, die muss ich werfen. Und dann... So, und aber die ist drohnenspezifisch. Also ist du... Ja, genau. Okay, so. Die Frage ist halt auch, ob das unendlich lange hält oder ob die irgendwann wieder aufsteht. Das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt eine neue Frequenz eingebe? Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn du jetzt... Genau, da raus und dann links wieder rein. Da ist etwas. Ah, E drücken, um Schloss zu knacken. Und es gibt einen Gerätelokator. Und zwar bräuchte ich dafür... Ich brauche jetzt erstmal deine Hilfe. Ja, sorry. Ich nehme es sofort an. Ich brauche Cyberbombenkoordinaten. 1 und 2. Wenn du Cyberbombenkoordinaten findest, dann... Ich denke, die werden in der... Ich glaube, das ist schon direkt das, wo du jetzt rein musst, quasi in die Tür. Ich glaube, das ist eine Cyberbomben-Koordinate. Oh mein Gott. Oh, what? Ah ja, doch. Mach mal den runter. Nicht den hier. Den hier runter. Achso. Genau. So, dann haben wir da jetzt schon mal. Den hätten wir doch eben da auch einfach lassen können. Was wir machen müssen ist. Den hier. Zieh mal den hier nach rechts. Und jetzt wieder zu. Und dann ziehe ich den hoch und du ziehst das Ding einfach rüber. Genau. Ach so, ja, stimmt, da hätten wir das da lassen können. Das sah kompliziert aus. Also ja. Wir mussten auch nur den machen. So, ich glaube, dass...
Ja, das ist das Ding, wo du jetzt... E drücken zum Hacken, ja. Genau, das ist, glaube ich, das Cyberbomben-Koordinate. Ah, Remote... Nee, das ist aber nur eine Remote-Verbindung. Hier sind Koordinaten, ja. Aber ich weiß nicht, ob das die Bombenkoordinaten sind. Ja, ja, gib mir die mal. Steht da Bombe 40... 1 oder 2 oder so dran? Nee, da steht Proxy SCB-2. 2, ja, dann wird das das vielleicht sein. Okay, schreib dir das mal bitte auf. SCB-2. Ja, Moment, da muss ich mir eben einen Stift holen. Klar, Moment. Ja, ich guck mir echt in der Zeit meinem Raum um. Ich kann ja gar nicht springen, ich will immer springen. Ja, hier ist aber sonst nichts. Okay, sag mal. SCB-2. Ja. Und die Koordinaten sind 40, 29, 75. Sieht aus, als wären das, was ich brauche. Ich gebe es schon mal ein. 40. 29. Okay, die Drohne ist immer noch kaputt. War das 75 oder 78? 75. Ich guck nochmal nach. Gut. Meine 75. Ich meine nämlich auch 75, ich habe aber irgendwie eine 8 geschrieben. Okay, so. Ja, 75. Dann kannst du... da kommt eine... Nee, warte, Moment. Da kommt eine, die ist gerade um die Ecke gegangen. Moment, lass mich gucken, wo das zweite Ding ist. Okay, hier ist das zweite Ding. Das ist im untersten Geschoss. You're in the Marina Bay Grand Hotel. Okay, sorry. Alles gut. Ich dachte, wenn ich hacke, bleibt die stehen, aber die können. Okay. Also da hier links ist noch ein Eingang. Da musst du nicht rein. Du musst da nicht rein. Da ist nichts. Ah, okay, okay. Ah, okay. Du siehst das. Okay. Genau. Wo muss ich denn dann ganz nach unten musst du jetzt. Ich weiß nicht, wo Treppen sind, das sehe ich. Ja, ah, doch, da sind Treppen, sehe ich. Warte, stopp. Drohne kommt. Da müsste eine sein, ja. Ich sehe sie. Kommt gerade. Und jetzt geht sie wieder. Ja, jetzt kannst du. Ganz nach unten? Ja. Da ist aber auch direkt eine Drohne, wenn ich da reinschaue. Gerade ist die nicht da, wenn du dich beeilst. Okay. So, jetzt sehe ich dich. Das Blöde ist, ich sehe jetzt nicht mehr, wo du bist. Ich bin einfach in so einem Durchgang. Ich komme jetzt hinten raus. Hier ist eine Tür. Das heißt auch, dass hier wahrscheinlich eine Drohne lang. Ah, das musst du alleine machen. Da sehe ich nichts. Oh, ja. Nein! Oh, ich war gerade um die Ecke. Wo bin ich jetzt? Ach, ich bin wieder. Ah, okay. Nein. Okay, warte. Gib mir mal eine EMP für diese. Die geht mir voll auf den Sack. Für welche? Die da. Die hier. Vorne. Die direkt vor der Tür steht quasi. Ja, okay. Frequenz. Die geht mir unnormal auf die Nüsse, da kommen, weil da ist auch nicht eine Tür, die ich aufschließen kann. So, habe ich dir gegeben. Die kommt gerade. Ja, ich weiß das. So. Schneller. Das ist aber nicht dieselbe, die dich gerade gespottet hat. Doch. Müsste es aber eigentlich. Warte mal, ich gebe dir die jetzt von der anderen. Damit du die direkt benutzen kannst. Ah, da ist die andere, okay. Mhm. Okay. Frage ist, wie weit die andere kommt. Die ist jetzt um die Ecke. Ja, ich weiß. Sprint. Werf. Kann ich rückwärts sprinten? Nein, kann ich nicht. Kannst du nicht durch die Tür, die da war? Ich weiß aber nicht, wann das Timing stimmt. Jetzt? Ja, hat geklappt, okay. Ja, ich hätte durch die Tür gekommen, aber ich war mir nicht sicher, ob da nicht noch eine Drohne oder so ist. Okay, so. Ich habe. So, pass hier auf. Geh mal Tür. Jetzt. Hier. Nee, nimm mal die nächste. Die nächste? Ja. Da geht's rein. Ja. Und jetzt musst du auf die linke Seite des Gebäudes. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Hier ist kein Weg. Das einzige, wo ich hier rein kann, ist diese eine Tür hier. Okay, mach das. Du musst auf jeden Fall auf die andere Seite des Gebäudes kommen. Bräuchte ich aber deine Hilfe wieder. Okay. So, das kriegst du. So. Alles gut. Kannst du schon mal eins weiterschieben, bitte? Ah, ne, der geht schon dann noch. Ja, ich muss das festhalten. Ja, sorry, wir müssen den jetzt erst. Ja. Entschuldigung. Alles ich dachte, gut. Der bleibt dann, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Alles gut. Warst du schon? Ja. Hier ist aber nichts drin. Das ist einfach nur ein Raum, in dem es hier gelohnt ist, erstmal drin. Okay, warte mal, lass mich kurz überlegen. Ich kann einmal geradeaus durchlaufen. Lass mich mal kurz. Ich außen rumlaufe. Ah, nee, ich. Warte mal. Ob ich das richtig sehe? Ja, hier gibt's nix. Ah, nee. Du musst nochmal ganz hoch. Nee, ganz hoch. Ganz hoch. Mhm.
Du musst jetzt quasi den anderen Ausgang nehmen. Du kannst. Schnell, du kannst. Ja. So, und jetzt gehst du nach rechts. Ja. So, und jetzt warte mal, weil da kommt die nächste Drohne. Lass mich kurz erstmal überlegen. Kommt ja, die? Wir sind richtig. Ja, die kommt gerade. Da kommt die, okay. Ja, ich höre. So, jetzt kannst du. Warte. Jetzt. Nach links? Ja, links. Ja, weil rechts ist die. Da ist die Tür. Okay, so. Aber da sieht. Stopp. Ja, Ach so, die Tür ist nicht auf. Nee, schon gut. Da ist nämlich ein Raum. Ich dachte, du könntest dich dafür stecken. Moment, dann gebe ich dir von Drohne selbst 8. Dann wäre es verdammt knapp gewesen. Welche ist Drohne 8? Rechts oder links? Die linke. Ja, die rechte ist besser zuerst, bitte. Nee, weil du musst dann nach links. Du musst dann. Warte. Ich sag dir wann. Jetzt. Die wird dich nicht spotten. Du kannst die jetzt da, Drohne 8, genau, die kannst du jetzt kaputt machen und dann kannst du direkt da bleiben, quasi. Genau. So. Und da musst du jetzt die Treppen runter, wenn du jetzt rechts lang gehst. Ich muss nicht in die Tür. Genau. Ich dachte nur, dass du dich da bei der Treppe verstecken könntest. Und jetzt auf die 57, was? So, und stopp, da kommt eine Drohne. So. Jetzt kannst du durch und da ist wieder eine Tür. Kann ich nicht, die sieht mich so jetzt. Echt? Ja, die Tür ist abgeschlossen. Okay, warte, dann gebe ich dir. Ja, genau, ich gebe dir erstmal was für die Drohne. Hast du? Die ist gerade da. Wow. Die geht weg. Jetzt ist die hinter der Ecke. Okay, dann lass uns mal. Komm, put. Okay. Na sorry, ich wusste vorher nicht, dass die Dingens abgeschlossen ist. Ja, ist ja auch immer nur, du siehst ja auch nur das, was du siehst. Ne? Naja. Ich sehe quasi nur einen Umriss. Ich sehe nicht, ob die Türen zu sind oder nicht. Nee, Moment. Das ist diesmal anders. Ja. Zuerst so. Ah. Okay, doch. Mann, das sieht echt komplizierter aus, als es ist. Ja. So, und jetzt musst du nach links. Ja. Irgendwo ist links. Ja, ich hab schon. Ah, okay. Bin schon am Hacken. SCB-1 ist 70 63 00. 70 6300. Ja, Cyberbombe finden. Ja. Good job, Agent. Das war's. We now know where the bomb has been planted. I'll send a squad to surround Cypher's hideout. While you move to Dragon Island and neutralize the bomb. Oh cool. Richtig geiler Move. Hoffentlich muss ich ja jetzt springen. Oh, drücke Space und zwischen den Ansichten. Oh Gott. Okay, Moment. Ich muss jetzt mal gucken, wo du bist. Ich sehe. Ach, da bist du. Okay. Warte. Es gibt Drohnen. Und es gibt Netzwerkknoten. Eine Drohne kommt genau auf dich zu. Ja, aber die ist nicht im. Okay. Die juckt mich nicht. Ah, Moment. Ich sehe hier Drohnen. Ah, ich kann die. Die Netzwerkknoten kann ich auch sehen. Oh, hier. Ich sehe eine Bombe. Du siehst eine Bombe? Ja, hier ist eine Bombe in dem Gebäude. Okay, sehe ich nicht. So, was müssen wir mit den Netzwerkknoten machen? Drücke E, um Netzwerkelemente zu scannen. Pass auf, da ist eine Drohne, die kommt auf dich zu, du bist... Ja, das ist aber egal. Ach so, okay. So, pass auf. Die jucken mich nicht. Ich sag dir eben, was ich sehe. Wenn ich auf die Netzwerkpunkte draufklicke, dann werden mir Besucher angezeigt. Ich weiß nicht, was die Besucher damit zu tun haben. Und ich habe eine Frequenz, eine Netzfrequenz. Und könnte mich mit den Drohnen verbinden. Und das sind, glaube ich, die Namen. Ja, das sind die Namen der Netzwerkknoten hier. Okay. So, ich weiß aber nicht, was wir machen müssen. Also ich kann Personen hacken. Du wirst. Ermittle den Schlüssel mit Hilfe deines Partners. Warte, bis der Partner erst versucht, den Schlüssel zu ermitteln, okay? Achso, das ist wieder das hier mit den Nullen und so weiter und so fort. Ah, okay. Eine korrekte Ziffer. Okay, das heißt eigentlich. Das heißt, wir brauchen. Eine Null. Okay. Zwei korrekte Ziffer, zwei korrekte Ziffern an falscher Position. Immer noch. Ja, ich probiere jetzt einfach rum.
Okay. Die 0. Ja, okay, das ist natürlich die letzte Möglichkeit, so, das muss jetzt richtig sein. Bringt uns das irgendwas? Als Hazel Wang. Als Transmitter einstellen kann ich die. Ist Hazel Wang. Diese Person wurde als Transmitter eingestellt unter polizeilicher Beobachtung, okay. Keine Ahnung, was das gebracht hat. Ich habe hier jetzt ihre Übertragungsfrequenz. Sie hat eine Frequenz von 559. Ah, das ist ich habe die einzige. Hier, warte mal, jetzt habe ich was Ah, Moment. Okay. Ich habe. Weil die anderen hier kann ich hacken und sie konnte ich aber als Transmitter einstellen, was auch immer das bringt. Okay. Geh mal eben nach rechts. Zu. Nee, anderes rechts. So, zu dem. Genau, zu dem nächsten Dingenspunkt. Zu dem nächsten Netzwerkknoten. Ja. So, genau. Von dem Netzwerkknoten aus kann ich die Tür, glaube ich, hacken. Von dem Gebäude, wo du vorhin rein wolltest. Okay. Muss ich da jetzt irgendwie einen Transmitter finden, oder was? Ich glaube ja. Ich, genau, okay, hier steht. Ah, das ist das Türverriegelungssystem. Okay, es hat 277. Die Frequenz 277. Ich glaube, du musst jetzt einen Besucher finden, der die Frequenz 277 hat. Weil der Besucher, den du gerade gefunden hast, hat 559. Oh mein Gott, was? Ja, aber das sagt mir ja alles nichts. Ich kann die ja nicht. Moment. Ich sehe, welche die Personen haben. Ich glaube. Ich könnte jetzt einfach nur auf gut Glück, Leute, als. Ja, Moment. Wenn ich auf die Leute klicke, sehe ich das. Aber es hat bis jetzt niemand die Frequenz. Da! Theo Johnson. Irgendein Theo Johnson. Ja, finde ich. Ah, ich weiß, wo der ist. Moment. Das wird mir auch angezeigt. Genau, da lang. Und jetzt nach. Nee, ja, da. Theo Johnson, ja. So. Was sagt er? Zwei korrekte. Also 2-1 und 2-9. Sagt er? Alle korrekt, aber alle an falschen Positionen. Alle an falschen Positionen, ja. Okay, dann. Ergibt sich daraus ja das hier. Mhm. Okay, als Transmitter einstellen. Okay, so, jetzt kann ich mich verbinden. Okay. Tür ist versperrt, das weiß ich. Jetzt müsste die auf sein. Welche Tür denn? Nee, von der anderen Seite. Ja, ich laufe einmal drum herum, ich sehe keine. Ja, so, und jetzt auf der Seite am Ende. Ja, okay, die Tür ist offen. Hier brauche ich das Schloss. Brauche ich deine Hilfe? Ich fordere dich einmal kurz an. Oh Gott, das sind ja drei Dinger. Das sind meine, okay. Hier, mach den untersten. Nee, Moment. Doch, ist richtig. Du musst jetzt einmal du musst den anderen blauen einmal kurz. Ah, und jetzt musst du den. Nee, das ist nicht richtig. Nee, das ändert gar nichts. Hiermit könnten wir aber. Ne, es ändert auch nichts, hä? Ich glaube, wir müssen einfach nur schnell sein. Ja, du musst einfach nur schnell sein. Okay. Warte. Ich zieh die beiden. Okay. So viel wie möglich. Okay. Ja. Anlass. Ja. War es easy? Ah, ne, ist nicht easy. Ne, so easy ist es nicht. Der hier, du musst den einmal blockieren. Ja. Und du musst unten. Oh, ja. Okay. Mhm. So, und jetzt. Ne, geh du schon. Genau, mach du schon mal. Warte. Jetzt. Du musst unten, das schafft ja. Nicht mehr. Moment. Jetzt. Einen noch da hast. Der zieht den mit. Warte, du musst den. Ja, doch. Du musst die 1 so wegziehen. So, dann mache ich hier. Dann ziehst du den drüber. Dann blockiere ich den hier. Und okay. Ich muss quasi. Warte mal, das macht gar keinen Sinn. Du musst erst die 1 rüberziehen. Worüber? Genau. Ja, einfach rüber. Weil ich ziehe jetzt gleich die beiden genau so und jetzt musst du loslassen und den unteren ziehen. Okay. Aber ich kann nicht weiterziehen. Ach, ich hätte das Ding weiterziehen müssen. Warte, ich muss lasse jetzt sofort los. Jetzt können wir entspannen. So, ich hätte den hier ziehen müssen und nicht den Zweier. Oh, hat alles geklappt. Okay.
Nee, hier ist offen. So. Was hast du jetzt? Ich bin jetzt an der Bombe. Ach, das ist schon die Bombe. Okay. Ja, also hier ist auf jeden Fall eine pulsierende Bombe in diesem Zimmer. Aber ich kann mit der nicht interagieren. Ah, E drücken, um zu öffnen. Kann ich sicher. Ah, du hast die Bombe gefunden. Follow the trail to the remote switch and disable that protection. Den Remote-Schalter müssen wir. Okay. Gut. Ja, aber immerhin haben wir jetzt die Bombe und. Okay, Moment. Guck mal kurz, ob ich irgendwas sehen kann. Kann ich einen Remote-Schalter sehen? Du mal, ob du irgendwo was siehst. Ah ja, mach ich. Remote-Schalter. Nee, seh ich hier, nicht. Nee, das könnte was sein. Da ist einfach nur eine Karte, die ganz grell leuchtet. Also ich gucke, ich sehe hier meine diese Netzwerkpunkte, Netzwerkknoten. Die haben alle Namen, aber hiervon heißt niemand Remote-Schalter. Es gibt. Noch mehrere Gebäude. Die sind vielleicht in den Gebäuden drin. Pass auf, wir gehen mal ins Lager. Also, ich könnte dich jetzt ins Lager bringen. Oder in Captain Huas Meeresfrüchte Grill. Oder in Fliegende Fische. Oder in Eingang zur Dachterrasse. Ne, ich würde sagen, wir probieren es im Lager. Dafür bräuchte ich. Eine Frequenz, von der ich nicht weiß, welche. Ah, du musst es erstmal gucken, glaube ich. Geh mal, wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Da, geh mal nach rechts. Und jetzt nochmal rechts. Genau, auf den du zuläufst. Guck mal, welche Frequenz wir brauchen. Ja. 277. Okay, irgendwo hatten wir schon die 277. Von wem hatten wir die? Von dem. Ich kann mich einfach verbinden. Schon gut. Nee, Tür ist versperrt. Warum ist die Tür versperrt? Jetzt ist die offen. Welche denn? Auf das Gebäude, wo du drauf zugehst. Okay, ja, dann müssen wir hier die Tür aufmachen. Die kann ich aber nicht aufmachen. Warum nicht? Die ist einfach verschlossen. Eigentlich auch mit so einem Ding. Okay. Wie es sonst aussieht, ich kann das aber einfach nicht aktivieren. Okay, dann gucken wir mal weiter. Okay, das. Geh mal zu dem Netzknoten da drüber. Bei dem, wo du gerade warst. Nee. Bei dem, wo du gerade warst. Genau, da drüber. Drüber hilft mir halt wieder. Achso, ja, für mich. Aber für mich ist das da drüber. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. So, warte, jetzt kann ich dir die Tür aufmachen. Das Gebäude daneben, auf das du gerade guckst. Ja, das da hier. Kannst du rein. Nee, ist auch aus. Also da ist auch wieder so ein Schloss, aber das. Kannst du die Schlösser irgendwie aktivieren? Nee, ich sehe gar nicht. Oh, Moment. Ah, jetzt weiß ich, wo das Ding ist. Schon gut. Geh mal raus. Jetzt geh runter. Genau da lang, wo du lang gehst. Und jetzt, für mich müsstest du dich nach links drehen. Ich weiß nicht. Nee, dann rechts. Genau. Und das Relais, was jetzt da gekommen ist. Ja, das, wo du jetzt stehst. Welches? Da, du guckst da drauf. Das hier. Okay, ja. Okay, Moment. So, jetzt musst du nach rechts. Ja, und jetzt. Nach. Nee, stopp. Nach. Für mich ist das oben. Ich weiß nicht, wo du lang musst. Nee, andere Richtung. Ja, da lang. So, weiter. Und das, wo du jetzt hinkommst, das Ding. Das, der Knoten, wo du jetzt hinkommst. Ja, der. Was? Seifert ein Team eingeschleust. Hacking erfolgt. Ja, ich sehe jetzt. Die Bomben können. Die Dingens könnte ich jetzt, glaube ich, entdecken, die Drohnen. Geh mal in. Kannst du in das Gebäude rechts von dir rein? Oben? Also von mir aus oben. Ja, stopp. Warte mal. Nee, geh mal. Oh. Da ist eine Drohne, ja. Guck mal, ob die Drohne mich sieht. Ne, die macht aber nichts. Jetzt bist du im Radius. Ich sehe, okay, ich sehe, wann du in deren Radius bist. But opening the case will trigger help your partner access the cyberbomb.
Was hilft dein Partner mit Zugriff? Ah, okay. So. Moment mal, wie war denn das jetzt? So, wenn du jetzt da lang, ja, geh mal da lang. Und jetzt gehen wir wieder danach, ich weiß, andere Richtung, da, ja. Du kannst, ich sag dir, wenn du links. So, und jetzt müsste da Eingang sein. Guck, ob du da jetzt reinkommst in das Gebäude. Erstmal kommt da eine Drohne, aber die ist nicht rot. Nee, aber die ist, weg. Ich sehe den Radius quasi von der. Dreh mal eine Runde und versuch mal da in das Gebäude reinzukommen. Also ich komme nur hier durch in das Gebäude rein. Nee. Also da. Da ist die Bombe halt. Ich weiß, da ist die Bombe. Aber da kamst du nicht rein, weil da ist für mich so ein Weg quasi, dass du da reingehen könntest. Nee, gibt's nicht. Gibt keinen anderen Weg. Okay, dann warte. Ich weiß, du musst, glaube ich, dahin. Geh mal jetzt da lang, wo du bist in dem Gang. Und jetzt dreh dich mal nach links. Ja, und jetzt nach rechts. Stopp. Der Typ, der da lang geht, der ist einer von Cypher. Ja, ich sehe, der ist rot umleuchtet. Ja. Das ist eine Frau, glaube ich. Jetzt kannst du da nach oben gehen zu dem Knoten. Da kommt eine Drohne. Vorsicht, bleib da stehen. Die kommt auf mich zu. Ich kann mich nicht. Okay, jetzt kannst du dahin. Zu der. Ja, aber da war eine Frau, die auch nicht. Ah, du bist gerade in seinen Radius rein. Ja, die hab ich gesehen. You found the bomb, the fuck, but opening Alter. The case will trigger to help your partner access the cyberbomb. Okay. Oh, da hat die dich gesehen. Lol, what? You found the bomb. Ich hab die nicht mehr wahrgenommen. Case will trigger the explosion. So. Follow the trail to the remote switch. Also, wenn ich das protection. Oh, müssen wir jetzt alles nochmal von neu machen? Nein. Nee, aber du musst gleich. Okay, pass auf. Du musst jetzt nochmal rechts raus. Rechts raus. Ja. So, dann geh nochmal rechts. Ja, geh einfach. Da ist alles gut. Jetzt links. Oh. Okay, und jetzt nochmal links zu dem. So, ja, okay. So, jetzt müsstest du. Es gibt alles keinen Sinn. Ah, da ist die Drohne, Vorsicht. Hab ich gerade gesehen. Also für mich sieht das so aus, als müsstest du ganz oben rechts in die Ecke zu dem Dings. Zu dem Netzpunktknoten. Da müsstest du was machen. Was heißt oben rechts? Also quasi, wenn du dich. Wenn du dich jetzt drehst, also wenn du jetzt mal. Ja, so wie du jetzt guckst. Nee, anders. So wie du jetzt guckst, oben ganz nach rechts quasi. Du musst dir das mit rechts, links und oben, unten abgewöhnen. Ja, das Blöde ist, dass ich nicht weiß, wie das für dich ist. Das ist halt das Miese. So, und jetzt bist du umzingelt. Jetzt kommt von allen Seiten. Ja, jetzt kommt auch da, das ist die Frau. Nein, stopp! Da ist die Frau. Oh. Ja, die hat dich gesehen, du bist in ihrem Radius gerade gewesen. Also. Ich sehe die mega schlecht. Die Katze ist auf Folgen eingestellt. Ja, genau, dieses Ding mal. Ja, da musst du hin. Da, zu dem, okay, du deckst jetzt mega viel noch auf. Okay, du deckst noch Sachen auf. Aber, ja, da war eine Drohne. Oh, da war eine Drohne. Da muss, ja, egal. Ja, die habe ich jetzt auch, also, pass auf. Warte mal. Wenn du jetzt rausgehst. Ich glaube, pass auf, du bist genau im. Oh, das war knapp. Wenn du jetzt geradeaus gehst. Geh einfach geradeaus zu dem Netzwerkknoten, der jetzt kommt. So, genau. Jetzt kann ich mich damit verbinden. So. Jetzt hat er was Neues gemacht. Und zwar musst du jetzt. Ja, was musst du machen? Ich weiß es nicht. Geh mal ein paar Schritte. Bleib mal. Du bist gerade auf irgendwas Braunem. Was ist das Braun? Da, wo du jetzt bist. Bei mir wird das als Braun aufgezeigt. Das ist ein. Hotdog-Verkäufer. Okay, pass auf, dann geh mal ein paar Schritte. Auf den braunen bleiben, quasi. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, und jetzt. Pass auf, geh weg, da kommt die Frau. Ah, okay.
Ah, wie soll ich das erklären? Das ist jetzt mega schwierig. Pass auf, dreh dich mal nach rechts. Ich glaube. Nee, du gehst. Stopp, stopp, geh zurück, zurück. Die Drohne kommt. Ja, die hab ich gesehen. So, stopp, bleib jetzt. Ja, genau, genau, du bist richtig gegangen. Und stopp. Ist da jetzt, wo du bist, etwas? Weil da führt ein Pfad irgendwie hin. Nee, definitiv nichts. Da ist gar nichts. Okay, Moment. So, nimm mal. Das ist mega schwierig. Also, Moment, ich muss alles angucken. Kleinen Moment. Also ich kann ja die Sachen scannen und ich kann ja halt mal gucken, dass ich dir versuche, alle Netzwerkknoten zu bringen. Ja, vielleicht hilft das. Dabei halt verdammt aufpassen, dass ich nicht irgendwie eine Drohne oder... Nee, da wo du jetzt bist, ist safe. Gerade ja, jetzt kommt eine Drohne reingeflogen, aber ja, ich glaube, die kommt nicht... Stopp, stopp, nicht! Du bist fast in den Radius der Frau gegangen. Jetzt kannst du. Ich habe keine Ahnung, wo die Frau ist. Ja, ich sehe das. Mir bringt das alles nichts. Moment, also. Ja, jetzt kannst du es. Ja, okay. So, also. Das dürftest du eigentlich alle Netzwerkknoten haben. Stopp, stopp, stopp! Drohne. Bleib mal kurz im Haus, da bist du safe. Also, pass auf. Ich klicke auf die. Wenn ich auf die Bombe draufklicke. Dann kann ich auf etwas klicken, da steht, der Remote-Schalter der Bombe ist verborgen. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann führt er einen Pfad hin zu einem Knoten, wo du schon warst. Wenn ich da draufklicke, da steht verbunden. Ich glaube, du musst den nochmal verbinden. Das müssen wir nochmal machen. Pass auf, nicht rausgehen, da kommt gerade die Drohne. Okay, jetzt kannst du raus und geh mal rechts runter. Ja. Geh einfach, geh. Du kannst. Und jetzt musst du dich verstecken. Die Drohne kommt knapp. So, jetzt kommt auch schon die nächste Drohne. Du musst, glaube ich, einmal um das Haus rum. Ja. Und dann das Ding, was genau unter dem Haus ist. Der Knotenpunkt. Genau, der. Ja. Ja, was soll ich dann machen? So, einfach da. Du hast das jetzt, glaube ich, aktiviert. Das war aber auch vorher schon aktiviert. Oder müssen wir uns mit allen Relais verbinden? Das wäre... Das ist jetzt neu. Da, wo du jetzt bist, da wird mir jetzt ein Pfad hingezeigt. Kannst du da was machen? Nee. Alter. Hier ist so ein Ding, eine Anzeige an der Wand mit drei Lampen, von denen aber nur eine leuchtet grün. Okay. So. Ja, das kann gut sein, dass... Die Tür ist versperrt, obwohl wir da schon drin waren in der Tür. So, warte, ich verbinde mich mal mit allen Relais. Ja, hier, das ist halt so ein Schloss, aber ich kann das Schloss nicht aktivieren, weil es halt einfach ausgeschaltet ist. Und jetzt? Guck mal, ob du es jetzt kannst. Nein. So, hier wird auch verbinden. Okay, es gibt ein Gebäude, wo du noch nicht drin warst. Das ist ein kreisrundes. Das ist quasi, wenn du jetzt hochgehst, jetzt rechts, jetzt links, hoch. Da steht Privateigentum drauf. Nee, das meine ich nicht. Ich meine ein Gebäude, was da drüber ist. Oh, die Drohne kommt genau auf dich zu. Ich glaube, du hast das sogar gesehen, ne? Nee. Okay. Also ganz am Ende. So, pass auf, wenn du jetzt rausgehst aus dem Gebäude. Wenn du jetzt rausgehst, dann ist rechts davon aus dem Gebäude. Also jetzt müsstest du dich links drehen.
Ja, und jetzt würdest du drauf zulaufen. Das ist kreisrund. Das ist kein Gebäude, das ist ein Brunnen. Ah, okay. Okay. Ja. Willst du mal tauschen? Ich hab das Gefühl, wir kommen nicht weiter. Ja, ich glaube auch. Also entweder übersehe ich irgendwas grob oder du. Nee, ich übersehe auf jeden Fall was. Ich weiß aber nicht was. Wir können gerne mal tauschen. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Kann man einfach so mit dem Wassermenü über F1. Kann man... Nein, kann man nicht. Einstellung. Müssen wir dann die ganze Mission nochmal machen? Nee, warte mal. Klick mal auf... Warte, fortsetzen. Klick mal auf... Ah ne, Hinweise ist es nicht. Also mach mal Hinweise. Oder bist du jetzt... Ne, wir machen keine Hinweise, oder? Ja, gut, wenn wir halt nicht weiterkommen. Also, pass auf. Wir laufen halt jetzt schon 20 Minuten einfach quer über diesen Platz und lassen uns erwischen. Ja, Moment, der schickt mich dahin. Der schickt mich dahin. Der schickt mich dahin, da warst du und dahin. Und da meinst du, da kommst du nicht rein. Wieso kommst du da nicht rein? Pass auf, lauf mal links am Haus nochmal vorbei. So, und jetzt auf das Gebäude, wo du drauf zuläufst. Da kommst du nicht rein. Oder ist das kein Gebäude? Oder was ist das? Das ist kein Gebäude, das sind halt so Futterstände. Futterstände? Okay. So. Von da aus, der schickt mich runter. Und da meintest du, da kommst du nicht hin. Deswegen, da konntest du was nicht öffnen. Oder irgendwie sowas meintest du. Ich hab von so einer Katze verfolgt. Ah, das habe ich angestellt, dass die Katze dich verfolgen soll. Okay. Ich weiß aber nicht, was das. Immerhin haben wir das geschafft. Nee, ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, das bringt nichts. Die Show wird animiert. Welche Show wird animiert? Kannst du noch mal gucken, ob du auf die Bombe nochmal zugreifen kannst? Kannst du damit was machen? Ja, da steht einfach nur, kannst du nicht öffnen. Kann nicht sicher geöffnet werden, weil wir halt den Remote-Schalter erstmal ausschalten müssen. Hä, das haben wir gemacht? Probier jetzt nochmal. Ich habe jetzt angeklickt, dass der Remote-Schalter verborgen ist. Nee, der ist ja nicht verborgen. Wir müssen ihn erfinden und ausschalten. Also. Ich weiß, welcher das ist. Da waren wir aber schon 1000 Mal. Das ist der, wenn du jetzt rausgehst und rechts runter. Ja, jetzt geh mal. Nee. Geh mal durch die Gasse. Ja, geh mal da lang. Weil gerade die Drohne kommt. So, und jetzt da runter gehen. Aber die Drohne kommt mir jetzt entgegen. Ja, du hast... Jetzt. So, oder? Genau. Ja, du kannst. So, und jetzt... Ja, da, wo du jetzt drauf zuläufst. Also nicht die, wo du jetzt stehst, sondern... Genau, die. Der ist das. Ja, okay. Und den müssen wir ausschalten. Drohne kommt. Oh, krass. Bei mir war es im Radius. Den zu ausschalten. Okay. Und damit, konntest du damit gerade was machen? Nein, kann ich nicht, sonst hätte ich es ja schon gemacht. Kannst du, okay, dann sehe ich aber einen weiteren Weg. Du musst irgendwie Türen aufschließen mir, dass ich diese Türen aktiviere. Also jetzt kannst du da rein, von der anderen Seite des Gebäudes. Du kannst jetzt in dieses Gebäude rein. Ja, es geht nicht darum, ins Gebäude reinzukommen, sondern hier diese Tür, diesen Mechanismus. Für mich ist da keine Tür. Warte mal, guck mal jetzt. Guck mal, ob du an irgendeiner deiner Kontrollstationen irgendwie... Verschlussmechanismen anmachen kannst. Also. Ich kann dich noch auf die Dachterrasse bringen, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Die Dachterrasse ist rechts, da wo das Gebäude, wo du jetzt drauf zulaufen würdest. Da ist kein Gebäude. Nee, nur eine Dachterrasse. Jetzt da wo du stehst, jetzt dreh dich mal. Ja, da ist was aufgegangen gerade. Ja, aber da ist auch so eine Tür, die mit dem Schloss, das nicht aktiviert ist, anders. Also, von diesen Knoten, wo du gerade warst und meintest, dass du da nichts machen kannst, von da aus wird mir ein Weg nach oben angezeigt zu einem anderen Knoten. Und wenn du da bist, von da aus wird mir ein Weg angezeigt zu dem Knoten. Warte mal. Und da. Oh, da! Da musst du hin. Okay, pass auf. Geh mal jetzt. Nee, warte, gerade kommt die Frau. Jetzt kannst du da nicht hingehen. Da, wo die Frau. Jetzt kannst du hochgehen. Geh weiter. Da, den brauchen wir. Da, wo du jetzt stehst. Bombeneinrichtung ist an. So, jetzt habe ich die Bombeneinrichtung ausgemacht. Jetzt kannst du zur Bombe. Pass auf.
Wieso wurde mir das vorhin nicht angezeigt? Ich verstehe das nicht. Vorhin waren ganz komische Wege mir. Also ich tippe drauf, dass du einen Weg angezeigt kriegst. Diesen Weg musst du mir durchdiktieren und ich musste die Dingens. Naja. This is it. Und ich musste die Netzwerkknoten dann aktivieren, an denen du mich langführst. Ja, pass auf, das haben wir aber vorhin gemacht. Und da hat mich das Ding dahin geführt, wo ich zu dir meinte, was ist das Braune? Also bei mir wird das als braun dargestellt. Da musstest du irgendwie hin. Jetzt hat er mich woanders hingeführt. Naja, okay. Bei mir steht Warten auf Sonne. Ja. Okay. Oh mein Gott, Anzahl der Pins im Anschluss. Hast du irgendwie einen Zündknopf? Hast du irgendwas, was bei dir Zündknopf heißt? Ich habe eine Bombe, die quasi so semi-durchsichtig ist. Ich habe eine Batterie, ich habe irgendwie was anderes. Haben die Module bei dir irgendwelche rotieren. Namen? Oh mein Gott. Ich habe einen Netzwerkport. Moment. Ja, Netzwerkport habe ich auch. Ah, und jetzt Anschluss, Zündknopf. So, pass auf. Finde die einzige nicht durchlaufende Nummer in. Nicht durchlaufende Nummer in jeder Spalte. Okay. Einmal bräuchten wir die 375. Was? Wie 375? Bei Netzwerkports. Netzwerkports? Ja. Da sind 4 Ports, oder? Ne, ich hab 3. Also wenn das hier, das ist so das Einzige, wo ich sagen könnte, das könnte ein Port sein, da habe ich 3. Okay, warte mal, lass mich mal eben. Achso, oder warte mal. Was ausprobieren. Nee, Netzwerkport, dafür brauche ich einen Passcode. Aus wie vielen Zahlen besteht denn der? Aus 6. Nee, 5. Nee, dann weiß ich nicht, was ich machen muss. Okay, was hast du noch? Also, das nicht. Ich hab Anzahl der Batterien. Wie viele Batterien hast du denn? 1. 2. 2 Batterien. Ja. So, was ich mache ich? Ich habe auch verschiedene Kabel hier. Hast du so Gefahrensymbole? Ich habe so ein grünes Gefahrensymbol, das so ein bisschen aussieht wie ein Saturn mit 2 Ringen. Ja, dazu gehört die Zahl 5. Kannst du damit was anfangen? Nee. Nee. Okay. Ich habe noch ein Gefahrensymbol. Ich habe ein blaues Feuer. Dazu gehört die Zahl 9. Und dann habe ich ein orangenes. Was aus wie so ein Virus. Ja, genau. Dazu gehört die Zahl 2. Okay, warte. Elektrische Ladung. Aber dafür bräuchte ich 4. Also nochmal. Gelb. Gelbes Dingens. Gelbes Virus. War welche Zahl? 2. 2. Dann, was wäre danach? Blau. War bei dir die Flamme, ne? Genau, blau Flamme. Ist 9. 9 und dann das Orange. Saturn ist 5. Das Grüne, genau. Das Grüne ist 5. Weil die gehen, in dieser Reihenfolge gehen die raus. Das sind halt Kabel. Aber wir brauchen keinen dreistelligen Code, ist leider das Problem. Ich brauche einen. Pass auf, ich sag dir immer, was ich habe, ja? Ich habe ein Modul, das heißt Zündknopf. Und da du müsstest irgendwo. Ich habe auch einen Zündknopf, ja. Okay, wie viele Pins hast du im Anschluss? Im Anschluss? Ja. 6. Okay. Drück den Knopf, wenn die letzte Ziffer des Timers 4 oder 9 lautet. Ich habe gar keinen Timer. Haben wir einen Timer? Ich sehe keinen Timer. Okay, vielleicht kommt das noch. Dann habe ich bin ich auch super entspannt. Dann habe ich noch etwas, das heißt voreingestellte Parameter. Ja, habe ich auch. Okay, da habe ich 3 Stück. Das ist, glaube ich, geblockt. Ja, ich habe auch 3. Also ich klicke da jetzt einfach mal drauf, ja? Ja. Ah, okay. Okay. Ich habe auch 3 Stück, ja. Das erste ist sind bei mir so Signalstriche. Quasi. Ja, okay. Das zweite ist wie so eine Windmühle mit 3 Vierecken. Windmühle mit 3. Ja, okay. Und das letzte ist ein diagonaler Strich von links unten nach rechts oben. Okay, ich bestätige das jetzt mal. Okay. Okay, ja, das war eigentlich ein paar mit.
Code habe ich jetzt bekommen. Ja, was für ein? 4, 5. Ja, zwei, ist der 4 oder 5-stellig? Ach so, 1, 2, 3, 5. Okay, dann ist das für das Netzwerk-Ports wahrscheinlich. Okay, nochmal. 4, 5. 4, 5. 2, 2, 8. 2, 2, 8. Okay, ja, jetzt können wir bei Netzwerk-Ports machen, weitermachen. Wenn Port 1. Ah, ja. Hast du Netzwerk-Port? Ja, habe ich. Okay, wenn Port 1 den niedrigsten Wert hat? Nein. Wenn Port 2 den höchsten Wert hat? Nein. Wenn Port 3 die einzige ungerade Zahl ist? Nein. Wenn Port 4 die einzige gerade Zahl hat? Ja. Okay, gelb. Okay. Dann haben wir das auch. Ah, da haben wir schon einen Schritt. Ja, okay. Unnormale Keep Talking in ja. The Explodes Vibes. Das ist nur gerade voll kompliziert. Was hast du jetzt bekommen? Gar nichts. Einfach nur, das Bombenmodul ist gesichert und ich habe ein Okay bekommen. Also wir müssen drei Haken okay, bekommen. Okay, dann Kabel. Haken. Dann habe ich Kabel noch. Schaltkreise. Schneide das Kabel durch, wenn der Punkt über dem richtigen Schaltkreis blinkt. Okay, ich habe 4 Schaltkreise. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabel. Das Problem ist, das steht bei mir letzter Schritt. Letzter Schritt Kabel steht bei mir. Ah, okay. Aber ich habe hier noch ein... Schritt? Weiß ich nicht. Ich habe hier noch ein... Passcode-Dekodierer. Ja, dann mach das doch mal. Passcode-Anzeige. Wir brauchen noch einen Passcode für die elektrische Lampe. 6571. 6571. Alles klar. So, was kannst du mir zur elektrischen Ladung sagen? Ach, das hast du mir schon gesagt. 295 war das. Was konntest du mit der 6571 machen? Damit konnte ich die elektrische Ladung aufmachen für mich. Das war der Passcode. Ah. Und die Zahlen, die du mir eben gesagt hast, zu den Gefahrenstoffsymbolen. Ja, ist auch gesichert. Ja, das ist auch der zweite Haken. Jetzt haben wir eigentlich nur noch Zündknopf. Also Anzahl der Pins. Ja, die kommt danach. Das ist der letzte Schritt. Ja, aber ich habe keinen Timer. Achso, lol, vielleicht wenn ich auf Zündknopf drücke. Ah, okay, was muss ich drücken? Wenn die letzte Ziffer 4 oder 9 sagt. Okay. Und dann drücken und loslassen? Drück den Knopf, wenn der letzte. Ja, ich denke, drücken und loslassen. Okay, Modul gesichert. So, jetzt kann ich Kabel öffnen. Oh, eine Minute. Ja, okay, mach mal Kabel. Wenn ein grünes Kabel sich neben einem gelben befindet. Tut es nicht. Wenn zwei rote Kabel sich nebeneinander befinden. Nein. Wenn ein blaues Kabel sich neben einem grünen befindet. Nein. Wenn das gelbe Kabel sich zwischen zwei blauen befindet. Nein. Also theoretisch ja, aber nicht direkt dazwischen. Okay, noch einmal, es sind nur die 4 Sachen, halbe Minute. Ja, dann, also das gelbe, ja, das ist okay. Nur, das dann, sich zwischen. Okay, dann schneide das untere rote Kabel durch, während Schaltkreis 1 blinkt. Okay, ja, das kriegen wir hin. Muss jetzt kurz warten, bis der blinkt. Okay. Dann ist es entschärft. Ich war mir halt nur nicht sicher, ob es direkt dazwischen sein musste oder halt, weil da war halt noch einer dazwischen, weißt du, was ich meine? Okay, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber da die anderen, uneindeutig waren. Also geil wäre, wenn das jetzt einfach Mission Nummer 1 wäre. Und es noch mehr Kapitel gäbe. Weil das Spiel macht Spaß und es wäre schade, wenn es schon vorbei wäre. Ja. Ah, okay. Ja, sieht nicht schlecht aus. Good morning, Agents. Könnte aber auch eine dicke Cliffhanger sein. Hä, hey, das ist schon wieder nicht so gedacht. Nee. Das war jetzt nur das Tutorial quasi. Die Texto ist ein anderes Spiel. Ja. Ja, guck mal, der Fall ist Cypher abgeschlossen. Vielleicht gibt's noch ja. Okay. Nee, wir können jetzt nur... Es ist nichts Neues gekommen. Vielleicht kommen irgendwann in nächster Zeit dann nochmal... Also das Spiel ist, ich glaube, von August, ich weiß aber nicht ganz genau, ich meine aber von der zweiten Jahreshälfte 2020. Das heißt, es gibt schon circa ein Jahr. Nee, dann komisch, dass noch nichts zugekommen ist. Okay, aber dann haben wir erstmal alles. Wir können ja nochmal gucken, ob es irgendwie DLCs gibt oder sowas, aber ich würde jetzt fürs Erste sagen... Aber schau mal ganz kurz, klick mal auf irgendeine Mission, zum Beispiel Mission 1. Das steht ganz unten abgeschlossen als... Ja, man, das ist halt auch für, das ist immer das, was du gespielt hast in der Mission. Ja, genau, aber da ist bei mir nichts ausgefüllt. Und bei dir?
Ja, bei mir ist bei jeder Mission was ausgefüllt. Ah, vielleicht weil, wegen hier, Friendspass. Weil das mein Spiel, ja genau, ja. Weil das mein Spielstand ist, das kann gut sein, weil ich habe auch zum Beispiel bei Steam Errungenschaften bekommen, dafür, dass ich dieses Level als so und so abgeschlossen habe, und also als Agent oder als Hacker. Einstellung. Ja, ich würde sagen, dass wir hier damit erstmal fürs das erste fertig sind. Weil ich wüsste jetzt nicht, dass es hier noch was anderes für uns zu tun gibt. Ja. Man könnte jetzt natürlich die ganzen Missionen auch noch aus der anderen Perspektive spielen, aber das sieht man ja sowieso auf dem Channel des anderen. Genau, das könnt ihr euch ja angucken. Also, würde ich das eher nicht machen. Ja, und von daher. Gut, wollen wir ein kurzes Review machen, wie bei allen Spielen bisher? Ja. Willst du anfangen? Wollte sie gerade auch fragen. Dann such nochmal einen aus, dann können wir die Karte gleich nochmal zeigen. Also ich fand das Spiel eigentlich ganz nett. Also sehr schade, dass es so kurz war. Drück mal auf Start. Ich fand an manchen, ich wollte jetzt einmal noch kurz was zu den Charakteren sagen und dann gleich zur Karte. Deswegen. Okay. Also ich fand, die Agentin hat nicht so viel Bock gemacht wie der Hacker, fand ich. Beziehungsweise man ist sehr, sehr abhängig als Agent vom Hacker. Und der Hacker, finde ich, kann mehr eigenständig machen. Der muss mehr kommunizieren. Ich weiß nicht, was sagst du zu den Rollen? Ich gebe dir recht, weil ganz viel, was die Agentin gesehen hat, konnte man als Hacker schon sagen, ja, ich weiß das. Ja, sehe ich hier an den Überwachungskameras. Mhm. Oder ich sehe gerade, wo du, also vorhin war das ja bei mir, dass ich gesehen habe, wo du im Gebäude gerade bist. Und das stimmt schon. Also ich habe auch das Gefühl, dass der Agent abhängiger ist vom Hacker als andersrum. Dass ich dir zum Beispiel sagen musste, wie heißt es? Ja, jetzt kommt die Drohne oder sowas, ne? Oder hier, ich habe dir die Drohne jetzt ausgeschaltet oder sonst was. Mhm. Da gebe ich dir recht. Was mehr Spaß gemacht hat? Ja, wahrscheinlich schon der Hacker. Gebe ich dir auch recht. Ich hätte gesagt, wenn die Agentin jetzt irgendwie noch springen könnte oder sich verstecken könnte oder halt irgendwie eine Betäubungspistole hätte oder sowas, weißt du? Man hätte sie mehr da rausholen können. Typische Agentensachen, weil die Agentin konnte eigentlich nur laufen und Sachen aktivieren. Das also fand ich ein bisschen schade. Das hatte ich das Glück, dass ich gerade die Mission hatte, wo ich mich da auch abseilen musste und dann mit diesen Das stimmt. Laser-Dingern, das ist so, wie man sich so Agenten vorstellt, so, ne? Mit den Lasern, und dann musst du so dich abseilen, sodass du zwischen den Laser kommst und sowas. Aber das war sehr wenig. Also man hätte aus diesen Rollen auf jeden Fall sehr viel mehr rausholen können. Ja, und die Missionen, also waren jetzt halt leider nur 6, da hätte ich mir gewünscht, dass es mehr wären. Fand ich eigentlich aber dafür gut abwechslungsreich, muss ich sagen. Ja, ich auch. War sehr abwechslungsreich. Obwohl, da muss ich sagen, dass die Hacker-Rolle weniger abwechslungsreich war, gefühlt. Man hat halt meistens stationär gesessen und Informationen durchgegeben. Ja, da hatte ich, glaube ich, wieder mehr Glück. Ich glaube, ich habe die coolen Rollen bekommen. Weil das fand... Oder warte, war das als Hacker? Ja, doch, klar. Es war da, wo ich im Dark Web war. Da musste ich ja... da habe ich sehr viel eigentlich gemacht, wo du mir dann zum Beispiel gesagt hast, als von hinten so diese Hindernisse kamen, ob ich dann in die Mitte links oder rechts muss. Und also da fand ich schon, dass ich da ziemlich interaktiv war. Aber ich glaube, im Grunde hast du recht, im Grunde ist, glaube ich, der Hacker ein bisschen einseitiger gewesen. Man hätte aus beiden Rollen deutlich mehr machen können. Man hätte denen mehr Features geben können. Das Kooperationspotenzial in dem Spiel ist sehr hoch. Mhm. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Teilweise sehr schwierig, so mit unserer Kommunikation links, rechts, das hat ja nicht so gut geklappt. Da muss ich dir widersprechen, also ich fand das Spiel ehrlich gesagt wenig schwierig. Wir sind jetzt bei der 6. Mission, fand ich, war das jetzt das einzige Mal, wo wir wirklich so ein bisschen, sag ich mal, dran gescheitert sind oder es dran gehapert hat. Ansonsten war das viel intuitiv, mach mal dies, mach mal das, wir probieren das aus. Ich sag dir einfach nur Sachen durch. Also ja, ich fand das Problem war, dass man wenig falsch machen konnte eigentlich, ne? Das stimmt. Ja, also da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen an der Schwierigkeit drehen können. Also es sagt sich jetzt komisch nach der Folge, wo wir ein bisschen gescheitert sind. Aber so die anderen Missionen, fand ich, war viel
wo man einfach durchlaufen konnte. Ja, also ich weiß echt nicht, warum das geschieht. Also, mir wurde es beim ersten Durchgang nicht angezeigt, dass du da nach unten musst. Das war sehr komisch, aber ist auch egal. Kann auch sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder so, man weiß es nicht. Ja, ist ja auch nicht schlimm, wir haben es dann letztlich dann doch geschafft. Wenn ich das Spiel jetzt bewerten müsste, an dem Maßstab gemessen, was wir bisher gesehen haben, würde ich dem eine solide 7 geben, mit Potenzial nach oben, wenn, oder vielleicht eine 6,5 mit Potenzial nach oben, wenn man hier noch mehr Missionen bekommt und die auch vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher und ja, spannender bei sind. Bei mir wäre alles zusammen 4 bis 5 von 10 Punkten. Echt so schlecht? Ja, ich fand das Spiel nicht schlecht, aber auch nicht gut in dem Sinne. Also es war halt abwechslungsreich, es war sehr leicht, war sehr kurz. Ja, und ich fand, also man hätte die aus den Rollen, zumindest aus der Rolle der Agentin, die fand ich nicht gelungen, muss ich sagen. Okay. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Aber das ist jetzt vielleicht auch sehr, sehr kritisch gesehen, aber wenn man halt verwöhnt ist von... Ja, also ich gebe dir recht, dass man das so kritisch sehen kann. Ich sehe es auch eigentlich so kritisch, aber ich habe das auch in Vergleich gesetzt zu anderen Spielen, die wir gespielt haben. Und wir haben Unravel auch irgendwie mit einer 4 oder 5 oder so benotet. Und das ist doch für mich besser und gelungener als Unravel. Ja, deswegen habe ich ungefähr auf eine Stufe gesetzt. Okay. Unravel setzt halt andere, einen anderen Fokus. Unravel hat auch gar nicht diesen Anspruch, so jetzt kommunikativ zu sein wie dieses Spiel, sondern es ist halt eher ein Jump'n'Run. Das stimmt. Deswegen würde ich das nicht unter dem Aspekt vergleichen, sondern halt, ich würde jetzt halt das Gesamtpaket quasi überlegen. Ja, aber... Wenn du jetzt den Kommunikationsaspekt dir anschauen willst und das jetzt vergleichst mit Keep Talking and Nobody Explodes, was würdest du dann sagen? Das ist auch nochmal was anderes. Also hier geht's halt nicht nur um Kommunikation. Man muss ja auch dann noch so Mini-Games machen, sag ich mal. Also dafür ist Keep Talking and Nobody Explodes simpler. Also da geht's wirklich, da ist der Fokus nur auf Entschärfen. Und da hast du hier etwas anderes. Die Frage, die man sich da stellen muss, also bei mir hätte wahrscheinlich, das kommt ja dann am Ende von Keep Talking Nobody Explodes, die Bewertung, die Frage, die man sich stellen muss, wenn man Spiele bewertet, ist, was will das Spiel erreichen, wofür wurde das Spiel gemacht? Und da ist halt ein ganz anderer Fokus bei Keep Talking Nobody Explodes gewesen. Da hast du recht, ja, okay, da hast du auch wieder recht. Also, nochmal um vielleicht so ein Fazit, also von meiner Seite aus ein Fazit nochmal zu ziehen. Ich finde das Spiel, anders, ich finde die Spielidee sehr gelungen. Die Spielidee fand ich auch sehr überzeugend. Die Umsetzung, da hätte man wirklich einfach mehr rausholen können. Und zwar auch von meiner Seite aus auf beiden Rollen. Weil, du hast recht, ich fand den Hacker, der hat auch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Der war auch weniger abhängig von der Agentin. Aber da hat noch so das gewisse Etwas gefehlt. Da war noch sowas, was... Ja, ich weiß nicht. Also damit hab... Keine Ahnung, ich bin kein Spieleentwickler. Aber da war halt irgendwas... Da hat was gefehlt. Noch so. So ein kleines Ticken. Also, ja. So ein bisschen mehr und das... dann wäre es ein wirklich sehr gelungenes Spiel. Aber die Idee ist gut. Die Umsetzung... Ja, also... War jetzt nicht scheiße. War in Ordnung. Das ist auf jeden Fall ein glasklares Fazit. Ja, so muss es sein. Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bedanken und auch sagen, wenn ihr uns nicht zustimmt und das Spiel besser fandet, dann ist es ja wunderschön. Wenn ihr es schlechter fandet, dann habt ihr zumindest jetzt ja sag ich mal, seid ihr der Kugel ausgewichen, euch das Spiel zu kaufen und dann enttäuscht zu werden. So oder so eine Win-Win dafür, dass ihr uns zugeguckt habt und vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns begleitet habt bei dieser, oder bei diesen Missionen. Ein Triple-Win wäre es, wenn ihr ein Quadra-Win sogar, wenn ihr auf beiden Kanälen ein Like dalasst und ein Kommentar und dann könnt ihr auch nochmal
vielleicht eure Gedanken zum Spiel loswerden und sagen, ob ihr das Spiel eher gut oder eher schlecht fandet, ob ihr uns dazu stimmt oder nicht. Exakt, so, und da wir genau auf eine Stunde rauskommen mit dieser Folge, oh, wow, okay, würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss. Bis dann, haut rein, ciao.